Hallo Welt, da sind wir wieder, hier noch auf der Nexus, um genau zu sein, hier in den Tech-Laboren, beziehungsweise in einem Tech-Labor, hier scheint das nächste zu sein. Nein, durchgucken können wir, was war das gerade? Ich dachte, wir könnten hier mit der Pflanze irgendwie interagieren. Nein, das können wir nicht. Ja, und in der letzten Folge haben wir schon ein Gewehr gebaut, das wir uns aber nicht direkt anschauen können. Wir wollen in dieser Folge nach Beryllium suchen, damit wir dann das Asari-Schwert bauen können. Aber erstmal sprechen wir hier mit der Leiterin des Kulturzentrums. Oh nein. Pathfinder, wie schön, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Und bitte entschuldigen Sie den Staub. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Erzählen Sie mir von sich. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort. Die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Was ist das für ein Ort? Was ist das hier? Das Kulturzentrum ist ein Ort, an dem uns neue Völker, denen wir begegnen, besuchen können und wo ein Ideenaustausch stattfindet. Sie können hier mehr über die Spezies der Milchstraße lernen, während wir gleichzeitig ein Klima der Kooperation und des Verständnisses fördern. Wir bereiten gerade alles vor. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir unsere ersten Besucher begrüßen können. Infos über die Cat gibt's sie auch. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen, aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Auf Wiedersehen. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ja, wir haben Zeit. Wir sind hier. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft. Garson. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Oh, 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 oh. Oh nein, deswegen sagte ich oh nein, weil ich dachte, hier im Kulturzentrum finden wir vielleicht zu viel über Shepard raus. Zögern Sie nicht, einen unserer freundlichen Botschafter des Friedens anzusprechen. Und da wir den... Gerne alle Ihre Fragen. Nee, das gucken wir uns jetzt leider nicht an, tut mir leid. Da, wir haben die ersten Teile noch, also den zweiten Mass Effect und den Mass Effect 3 Teil, die haben wir noch nicht. Und da noch möchte ich nicht. Energieausfall. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Elite. Da möchte ich nicht riskieren, dass wir hier spoilern, deswegen. Wir sprechen nochmal mit ihr. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Richtig. Wir müssen Sie erklären. Mich erklären? Unsere neue VI da drüben soll die Aufgabe unserer Pathfinder erklären. Aber sie hat beim Absturz sämtliche Einstellungen verloren. Wenn Sie sie reparieren könnten, wäre uns das eine große Hilfe. Reden Sie einfach mit der VE. Den Rest macht sie selbst. Jetzt schon? Ist es nicht zu früh? Wir kennen uns noch gar nicht. Das ist vielleicht keine gute Idee, oder? Das. Ich vermute, die programmiert dann das ein, was wir sagen. Und wir kennen uns ja jetzt hier noch gar nicht aus. Naja, aber vielleicht... Danke. Nichts zu danken. Andererseits ist das aber vielleicht auch gut. Aufgabe... Programmieren. Okay, es ist eine Aufgabe. Da schauen wir doch jetzt mal in unser Aufgabenmenü, das wir vor einigen Folgen gefunden haben. Und schauen mal, die Feuerwehr, das wollten wir wohl noch machen. Die Gleichungen im SAM-Kern auf der Arche Hyperion berechnen lassen. Wir sind ja gerade hier auf der Nexus, da sind wir ganz in der Nähe. Wie können wir zurück? Genau, und... Moment, wir sind doch auf der Nexus. Da gibt's nur diese Aufgabe. Da müsste doch noch was anderes sein. Tempest, Eos. Eos? Nein. Zusätzliche Aufgaben. Das ist es. Und die Bepflanzung ist es nicht. Programm, das war doch oben sofort schon.
Die Bepflanzung können wir uns dann auch mal gleich anschauen. Also Aufgabe Programmierung eines Pathfinders. Die Info 6 über Pathfinder im Zentrum für kulturellen Austausch braucht neue Einstellungen. Sprechen Sie mit der VI, um sie zurückzusetzen. Ja, jetzt weiß ich endlich, das heißt nicht 6, sondern VI. Ja, danke, wenn das schon mal in den Kommentaren stand, wie das richtig ausgesprochen wird, dann... Ja, ich nehme ja immer so einen ganzen Rutsch an Folgen auf, dann habe ich das später schon wahrgenommen und gelesen. Ah, ich antworte ja auch immer auf die Kommentare. Nun gut, mit der Pathfinder VI also sprechen. Da ist keine weitere Information, darauf hatte ich nämlich gehofft jetzt, dass da dann mehr drin steht. Sie verändern die VI dafür für alle Zeiten oder so. Aber gut, die Hydrokulturen auf der Nexus benötigen Proben der Pflanzenwelt Andromedas. Suchen Sie nach geeigneten Exemplaren. Pflanzenproben sammeln 0 von 10. Immer noch? Das ist doch nicht das, was ich meine. Na egal, das lassen wir jetzt. Zurück und zu beenden. Ja, genau. Zurück. Wo ist denn unsere VI? Sind wir das? Nein, das ist Garson. Warum ist Garson hier vorne? Warum kommt mir Garson so bekannt vor? Und sieht so fremdartig aus. Zögern Sie nicht, einen unserer freundlichen Botschafter des Friedens. Salarianer VI und Menschen VI. Sie beantworten gerne alle Ihre Fragen. Asari VI, Kroganer VI, Turianer VI und Pathfinder VI. Habt ihr aber gut versteckt hier unten, oder? Ach so, hier unten ist der Eingang. Dann ist der Pathfinder sogar der erste. Gleich auf der linken Seite. Entschuldigung, ich sag nichts. Willkommen beim Setup für Ihre Info-VI über Pathfinder. Ich wurde mit allen relevanten Daten programmiert. Aber Sie müssen festlegen, welchen Informationen ich Priorität einräumen soll. Wählen Sie zuerst Ihre bevorzugte Stimme und das Erscheinungsbild aus. Männlich oder weiblich? Weiblich. Weiblich, bitte. Variable festgelegt. Welcher Aspekt der Aufgaben eines Pathfinders soll hervorgehoben werden? Erkundung und Entdeckung oder Erstkontakt mit neuen Spezies? Erkundung und Entdeckung. Aber Erstkontakt ist ja auch nicht schlecht. Ja, aber als Pathfinder ist, glaube ich, der Erstkontakt, das kommt sowieso dabei rum, oder? Wir nehmen Erkundung und Entdeckung. Variable festgelegt. Nächster Punkt. Soll ich die Bedeutung des Pathfinder-Teams hervorheben oder die der Partner-KI? Was ist denn die Partner-KI? Die Begleiter vielleicht? Die Partner-KI? Ja, Team ist immer gut. Das Team natürlich. Rede über das Team des Pathfinders. Variable festgelegt. Letzte Frage. Soll ich Hinweise darauf geben, wie man ein Pathfinder wird oder frühere Pathfinder aufführen und damit ehren? Frühere Pathfinder, nun, oh, das ist so ein bisschen kitschig, oder? Kann man ja, warum kann man eigentlich nicht beides? Nun, das können Sie selber recherchieren, wenn Sie Pathfinder werden wollen und sich dafür interessieren, also Berufsberatung. Ich will, dass du Hinweise zu dem Beruf gibst. Setup abgeschlossen. Möchten Sie diese Einstellungen beibehalten? Ja, Einstellungen beibehalten. Für mich ist es so in Ordnung. Danke, dass Sie diese Info-VI über Pathfinder gewählt haben. Übernehme Änderungen. Schön. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Ja, dann... Wir freuen uns über Ihren Besuch. Dann testen wir das doch sofort mal. Ich bin überrascht, dass es so etwas gibt. Das ist ja faszinierend. Ich bin immer wieder überrascht, wie groß das ist und was es alles gibt. Hallo, dieses Display beschreibt unsere Pathfinder. Die Elite Entdecker-Initiative über ihre Kultur zu erfahren. Okay, kann man die Lautstärke etwas höher drehen? Geht das? Erzähle mir mehr. Erzähle mir etwas über Pathfinder. Pathfinder. Außenposten der Initiative. Unsere Kolonisierungsbemühungen wären ohne sie gar nicht möglich.
Verbündete, können wir fragen, oder ein Pathfinder werden? Wie wird man normalerweise ein Pathfinder? Die Mindestanforderungen lauten Überlebenstraining, ein Test der KI-Kompatibilität sowie Erfahrung im militärischen oder wissenschaftlichen Bereich. Falls Sie interessiert sind, können Sie Ihre Bewerbung beim Pathfinder-Hauptquartier einreichen. Was ist mit den Verbündeten? Harter Job. Haben Pathfinder Hilfe? Jeder Pathfinder verfügt über ein Team von fähigen Spezialisten mit unterschiedlicher Qualifikation aus verschiedenen Spezies. Ja, super. Wenn Sie auf Ihren Reisen einem Pathfinder begegnen, grüßen Sie ihn bitte. Ja, neckisch. Sehr verspielt. Schön. Ja, ist doch ganz nett. Ja, ja, hier sehe ich schon. Citadel und so. Schnell vorbei dort. Raus hier. Ich muss mich wirklich sputen mit den anderen Teilen, denn dann können wir uns das hier natürlich auch alles mal genauer anschauen, solche Sachen. Gut, dann haben wir jetzt Folgendes vor. Wir werden aufbrechen zur Hyperium, bevor wir dann hierher wieder zurückkehren und dem Botaniker hier helfen. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts Ausbildung. Das ist aber schon wieder depressiv hier. Hyperion also, ja. Ach, und Beryllium wollten wir kaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Sind wir hier nicht auf der Handelsetage? Dann können wir das doch zuerst mal machen. Pathfinder? Hallo. Pathfinder. Gemischtwarenhändler. So was können wir uns gut merken. Schön, Sie wiederzusehen. Und wir brauchen Mineralien, Tech-Materialien, Biomaterialien, Verbesserungen. Wir wollen Beryllium kaufen. Titan, Nickel, Uran, Aluminium, Eisen, Graphit und Kupfer. Kein Beryllium. Oh nein. Wenn wir da jetzt so durchgehen, dann sieht man schon, dann verschwinden die ganzen Ausrufezeichen und dann denken wir nachher, wir hätten das alles schon gelesen. Das heißt, wenn wir jetzt runtergehen wollen nach Beryllium, um Beryllium zu finden, müssen wir das alles durchlesen einmal. Dürfen wir das einmal durchlesen? Wie schön. Titan, Material selten, Analyse, dieses extreme Moment, das ist doch alles der gleiche Text. Oder? Nein. Dieses extrem strapazierfähige Übergangsmetall ist für die Herstellung von Raumschiffkomponenten und anderer Ausrüstung absolut unverzichtbar. Beschaffung: Titan kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Doch, das ist immer der gleiche Text. Der grüne Text ist immer der gleiche, immerhin, oder? Ja. Der blaue Text aber nicht, also gucken wir uns das alles mal ganz in Ruhe an. Nickel, Material, ungewöhnlich, Analyse, ein korrosionsbeständiges Übergangsmetall, das für die Herstellung verschiedenster Dinge verwendet wird. Uran, ein radioaktives Schwermetall, das in der Nukleartechnik und in abgereichertem Zustand für Panzerungen verwendet wird. Aluminium, ein wertvolles, nicht magnetisches Leichtmetall, das sich trotz seines relativ niedrigen Schmelzpunktes hervorragend als Bau- und Fertigungsmaterial eignet. Eisen, Analyse, ein weit verbreitetes metallisches Element, das in den Kernen vieler Planeten zu finden ist und etliche technische Anwendungsmöglichkeiten besitzt. Graphit. Analyse: Dieses kristalline Kohlenstoffmineral ist ein elektrischer Leiter und nützlicher Bestandteil vieler Fertigungsprozesse. Kupfer. Analyse: Kupfer ist ein Edelmetall, das sich dank seiner hohen Leitfähigkeit für verschiedenste Anwendungszwecke eignet. Ja, also wer in der Schule dann noch Chemie hat und die ganzen
Elementarzeichen hier, die, ja, die Abkürzungen lernen möchte, der ist hier mit Andromeda also auch bestens beraten. Man lernt noch einiges dazu. Magnesium Mg, die Abkürzung, ja, Material, gewöhnlich, na gut, Analyse. Magnesium ist ein leichtes, widerstandsfähiges Metall. Magnesiumlegierungen sind ein wesentlicher Bestandteil vieler komplexer Bauten der Initiative. Silizium, Material gewöhnlich, Analyse, ein Halbmetall, das zur Herstellung diverser elektronischer Komponenten und Keramikwerkstoffe genutzt wird. Hey, wo ist Beryllium? Oh nein! Habe ich das übersehen jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Na, vielleicht müssen wir das erst finden, bevor wir es kaufen können. Ja. Da haben wir schon wieder eine Aufgabe vor uns. Beryllium finden. Na gut. Okay. Wollen wir noch mal gucken, ob es hier vielleicht was für den Nomad gibt? Irgendwas Schönes? Gar nichts. Ach, guck an. Händlerobjekte. Modell der Nexus. Ja, neckisch. Das können wir uns sogar leisten. Aber was bringt das aus? Naja, es hat Sammlerwert, oder? Modell der Nexus, also Modell der Nexus, Spezialobjekt. Ein detailliertes und hochwertiges Modell, das im Quartier des Pathfinders auf der Tempest aufgestellt werden kann. Ja, also da wir sowieso so wenig Kredits haben, lassen wir das erstmal und gucken uns auch das Modell des Nomad. Ja doch, da gucken wir jetzt rein. Modell des Nomad ND1, Spezialobjekt. Ein detailliertes und hochwertiges Modell, das im Quartier des Pathfinders auf der Tempest aufgestellt werden kann. Nochmal. Ja, Fahrzeughändler, was? Moment, wir wollen herstellen eine Waffe. Waffenhändler, dürfen wir mal oder stören wir euch gerade? Er sagt ja nichts, na gut. Brauchen Sie Hilfe? Ja, wir sind zuerst dran und wir brauchen Beryllium. Mineralien? Er hat keine Mineralien. Nein! Sind es vielleicht Tech-Materialien oder Biomaterialien? Nein. Ach so, ja, vielleicht ist Beryllium gar kein... Beryllium ist doch ein Mineral, oder nicht? Das ist doch... Gibt's das überhaupt? Guten Morgen. Hey. Oder haben wir Abend? Schön, so. Sie wiederzusehen. Wir sind nochmal da. Wie sieht das aus hier mit eurem Tech-Zeug? Ach, das sind Legierungen. Reliktpolymer. Universalgelbehälter. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier so können. Cat-Legierung. 100 Stück hat sie davon wohl zu verkaufen. Material gewöhnlich. Analyse. Die Cat nutzen für ihre Technologie eine Vielzahl unbekannter Legierungen. Die meisten von ihnen können von der Initiative derzeit nicht repliziert werden. Beschaffung. Sie können diese Legierungen erlangen, indem sie feindliche Cat besiegen oder deren Waffen und Panzerungen zerlegen. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Reliktpolymer. Analyse, also Material ist gewöhnlich. Analyse, ein synthetisches Polymer, das eine unglaubliche Strapazier- und Leitfähigkeit aufweist. Es wird auf unbekannte Weise mit Hilfe von Relikttechnologie hergestellt. Beschaffung, Reliktpolymere können erlangt werden, indem sie feindliche Relikte besiegen oder deren Waffen und Panzerungen zerlegen. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Na, das ist doch fast der gleiche Text. Universalgelbehälter. Ja, Material auch gewöhnlich. Analyse. Eine halbflüssige Mischung aus Legierungen und synthetischen Polymeren, die in der Milchstraßentechnologie zur schnellen Fertigung verwendet wird.
Beschaffung. Behälter mit Universalgel sind häufig bei besiegten Milchstraßenexilanten zu finden oder können durch Zerlegung ihrer Waffen und Panzerungen erlangt werden. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Nun, Universalgel brauchen wir dann erstmal nicht. Kein Beryllium hier. Gibt's da nicht so etwas wie eine Suche, dass wir das suchen können? Gigantisch, kann ich nur sagen. Ja, nix mit Beryllium hier. Müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders erstmal finden. Aber jetzt geht's zur Hyperion noch. Hyperion. Um dort die Datendisk von Dr. Aridana unserem Sam zu geben, unserer KI zu geben. Dafür fahren wir, denke ich mal, auf das Habitationsdeck. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ah, der Staubsaugerroboter. Ah, wütende Frau. Das ist aber ein merkwürdiger Name für eine wütende Frau. Hey, Pathfinder, ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Nicht, wenn ich's vermeiden kann. Mein Dad hat dieses Chaos vielleicht verursacht, aber ich werde es wieder in Ordnung bringen. Noch so ein Ego. Sie sind genau wie er. Sie glauben, sie schaffen das alles ganz allein. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Ja, hallo? Gibt es hier Ärzte auf der... Die da drüben? Guck mal, wie sie da steht. Ich glaube, die hat nicht mal alle Tassen im Schrank, oder? Du bist gar kein Arzt. Du bist hier nur... Du räumst hier nur auf. Du... Ach. Ja, also... Ich kann nicht helfen. Ich rede hier gegen die Wand. Also lassen wir das. So eine Zicke. Ist doch wahr. Wir wollten... Ach, naja, egal. Ja, okay, wir speisen jetzt erstmal die CD ein mit dem Virus da drauf. Moment, wo sind wir denn hier? Ich wollte schon sagen, das ist doch gar nicht... das ist die Hyperion. Ja, da schauen wir uns gleich nochmal hier im Atrium ein wenig um. Aber erstmal... Ja, Sam. Erstmal die CD für Sam. Ja, und schalte das Viren, das Antivirenprogramm ruhig an. Willkommen zurück, Ryder. Ich habe Gleichungen für dich. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam? Schadcode entdeckt. Und bitte warten. Sam? Das war ein... Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Ich habe wirklich nur einen Scherz gemacht. Das konnte ja keiner ahnen, aber vielleicht war es... Diese Konsolen? Ist es das?
Vielleicht war es auch so voraussehbar, dass das passiert, dass... Naja. Ich habe es echt nicht gewusst. Ich habe jetzt wirklich nur einen Scherz gemacht mit dem Virus. Nun gut, zurück... Diese Konsolen? Ist es das? Herumspielen können wir überall hier. Wunderbar. Versuchen wir das doch mal. Moment, falsche Reihenfolge. Oh. Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Ja, komm, 600 Jahre in der Zukunft, das ist jetzt aber wirklich schwach. Wo ist der Bluescreen? Ja, okay. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Hat es wehgetan? Ja, ich muss sagen, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen schwach. Also, naja, wie auch immer. Hat es wehgetan? Wie fühlst du dich? Bist du okay? Ich habe kein Schmerzempfinden. Aber ich möchte die Erfahrung nicht noch einmal machen. Und das ist ja auch der Zweck von Schmerzen bei organischen Lebewesen. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aridana dazu sagt. Nun gut, was vielleicht gut dabei ist, man lässt sich somit jetzt eine Option für später offen, da man jetzt immer sagen kann, ein Teil des Trojaners ist noch übrig geblieben, unbemerkt. Und von daher ist, ja, das jetzt wieder ausgebrochen oder die Verbindung ist gekappt oder irgendetwas. Oh, hier haben wir doch schon alles durchsucht. Bei unserem Daddy bei unserem Vater im Büro. Das war nicht das Büro, das war die Privatkabine. Die Kajüte. Kajüte. Ja. Captain Dern. Ryder. Haben die neuen Anführer der Station Sie also endlich gehen lassen? Sieht so aus. Hat ja auch lange genug gedauert. Kolonisten aufwecken, wollen wir das nochmal? Nein, können wir auch gar nicht, oder? Werden Sie die Leute auf der Hyperion aus der Stase holen? Das ist mein Job, ja. Wir beschränken uns allerdings vorerst auf bestimmte Personengruppen, die der Nexus helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Da wir inzwischen jedoch mit der Errichtung von Außenposten beginnen, werden wir schon bald weitere aufwecken können. Na, dann wäre das vorerst alles. Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. Na schön, bis auf die wütende Frau ist ja hier nichts mehr groß. Niemand mehr, mit dem wir sprechen könnten und na gut. Dann geht es eben wieder zurück. Und wir sprechen mit Professor oder Dr. Ariana. Und du? Du bleibst hier schön wütend stehen, ja, und bewegst dich nicht, okay? Zeit für ein Selfie? Wunderbar. Die wütende Frau. Perfekt. Ja, wer weiß, was das noch bedeutet nachher. Was ist... Gut. Eieiei. So, wir müssen zur Andockbucht, wissen wir jetzt schon. Der verurteilte Mörder Nilken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, die Dr. Aridana ist doch eine Asari. Ach, dann war das bestimmt nur ein Versehen mit dem... Da kommen wir her, oder? Ach so.
Dann war das ein Versehen mit Sicherheit mit dem Trojaner. Sobald wir mehr Biomaterial haben, können wir damit beginnen, eine Impfstoffbank aufzubauen. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Ich glaube Ihnen. Ich bin sicher, dass Sie mir oder Sam nicht schaden wollen. Aber ich muss das untersuchen. Ich verstehe. Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tern. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Wo ist das Problem mit KI? Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Naja, ich weiß, was Angst ist. Alles ist unsicher. Vielleicht wollen sie sich nur geschützter fühlen. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Ja, wunderbar. Genauso jetzt, ja, das ist schon interessanter jetzt. Der Vorgang, alles was jetzt passiert, wird interessant in der nächsten Folge. Aber das mit dem Start mit dem Trojaner, das war wirklich, dass Sam dann gleich abstürzt dafür, das fand ich ein bisschen arg übertrieben. 600 Jahre, das ist ja nicht 600 Jahre, das ist ja noch viel weiter in der Zukunft. Wie dem auch sei, diese Folge ist am Ende. Wir haben mit der wütenden Frau gesprochen, konnten sie aber nicht beruhigen. Wir hätten vielleicht die andere Option wählen sollen. Entscheidend ist doch, wir haben auch im Kulturzentrum die Pathfinder VI eingerichtet und wir haben jetzt eine neue Aufgabe bekommen, nämlich ja, den Schuldigen zu finden für diesen Trojaner, der Sam infiltrieren wollte. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen. Weiter geht es in der nächsten Folge. Und danke auch für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.